So, hallo und willkommen. Wie gesagt, letzter Tag. Wir sind vor der Tech Cave. Dabei ist Marcel. Hi. Kira. Hallöchen. Und der Rest ist trotz Zeitaufschub nicht mehr dazugekommen. War ja auch eine anstrengende Woche. Werden wir auch niemals mehr wiederholen, das steht fest. So, wir machen jetzt die Tech Cave im ersten Durchgang. Wartet kurz noch auf mich, ich muss mal eben das Equip zurück in den Quetzal tun, nicht, dass das verschwindet. Mhm. Sonst waren wir umsonst farm. Okay, ab die Post. Let's go. Mit einer Schildkröte und einem Einhorn. Ich sag euch, das ist krank, aber gut. So. Oh. Hier vorne links ist eine Explorer-Not. Musste gucken, die ist ganz links am Rand. Ich glaube, die brauchen wir eigentlich auch. Habe ich schon. Hier ist sie. Ich weiß, dass wir die geholt haben. Mhm. Trotzdem, damit jeder es weiß. Hast du sie? Ja. Perfekt. Mhm. Okay. In den Tech-Mode. Eigentlich ergänzen sich der Beamer-Fodder und die Schildkröte ganz gut. Ja, sind beide lahm. Okay, hast du recht. Nee, ich meine, vom Schaden und von der Verteidigung. Ja. Ah, okay. Ja, du musst aufpassen, die läuft dir gerade nach, ne? Ja, wegen der Kurve. Wegen der Kurve, hier gibt's Lava. Hm. Kann sein, dass sie dann reinfällt. Ja, dank Tech-Rüstung können wir ziemlich weit im Voraus sehen, was passiert. Ich Trottel hab 500 Elemente in der Tasche, in der Brustmahlzeit. Mhm. Ist doch alles weg. Lol, hier ist noch gar nichts los. Ach, da unten glaube ich, oder? Nee, auch noch nicht. Wir haben die ja damals auf hart gemacht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Auch nicht. Ach, wir warten mal auf Marcel und sein Schildkrötchen. Mhm. Wir haben ja eine Stunde Zeit. Ja, sie kam ja schon bei den Bossen nicht zum Einsatz. Jetzt will er sie hier zum Einsatz bringen. Du könntest jetzt theoretisch da direkt runter. Dann kann die Schildkröte auch runterspringen. Hier ist keine Lava. Okay. Mit dem Einhorn, das ist so crazy, ey. Da kommen die ersten Gegner. Genau, da ist die Schildkröte direkt. Gehen hier ganz gechillt durch. Die haben noch keine Aggro. Ja, die macht dann ist das Aggro gestellt. Denk dran, Schatz, Tech macht dir selber Schaden. Dann lieber in den Biss-Mode. Okay. So, und jetzt wollen wir das Einhorn im Einsatz sehen. Achten die Morpho. Achtung, du kriegst Besuch. Blö, passt. Oh. Ich glaube, wir lassen den Tech-Mode aus. Oh ja, der räumt aber auch auf. Mhm. So, und das ist noch easy. Die Schildkröte hängt da hinten fest. Okay. Ich hab wieder Hunger mal. Die findet den Weg nicht. Da kommt sie. Nicht, dass der uns noch von hinten in die Haxen springt. Und ich bin abgeseilt. Abgeseilt? Ja, wegen diesen Colovias. Wie abgeseilt? Ich verstehe nicht. Also vom Dino ran. Ach so. Ja, wo bist du denn? Ach da, ja, ich bin ungeklärt. Okay.
Weiße Pulmonia. Weißen, ja. Später in der hohen Schwierigkeit kriegen wir auch noch Alphas. Müssen aber rechts lang, soweit ich mich erinnern kann. Ach Mist, überfüllt vom ganzen Fleisch. Mein Einhorn ist total super. Oh. Gefressen. Hast eingeschlafen? Mhm. Warte, mach mal Gebiet frei. Wir haben Stimulanzen dabei. So. Wo bist du? Direkt neben der Schildkröte. Hier. Und so. Drop fällt. Okay. Liegt's mit. Jo. Was ist das? Hast du doch gerade gehoben. Lag genau vor dem Schildkrötenkopf. Wohl wieder. Okay. Hast du gefunden? Nee, ist irgendwie da. Komm runter. Hier? Vor mir direkt. Da, schnell. Da liegt's. Okay. Hier mal hier killen. Klappt. Mhm. Sollte jetzt gleich wieder wach sein. Sehr gut. Hab mit sowas gerechnet. Perfekt. Wir müssen rechts rum, ne? War doch richtig, ne, Schatz? Da runter. Ja. Pulvinas, macht sie kaputt. Boah, was hier abgeht, Okay. Fleischtropfen. Das Setting ist denen gut gelungen, muss man sagen. Okay, da liegen Pulvinas unter der Erde. Die kann ich nicht so kriegen. Achtung, schieße. Mikroraptoren, ich hasse sie. Und ich hab anscheinend einen Arm-Crash. Oh shit. Hm. Versuch zu rejoinen. Mhm. Haben noch genug Zeit. Ich hoffe, man kann in der Höhle rejoinen. Schätzelein stellt sich schützend über dich. Ah, bloß nicht runterfallen beim Drehen. Ja, das kann ein bisschen wehtun. Oh, da muss ich halt durchschwören. Okay, die sind unangreifbar. Was? Die Kugeln, die da schlafend liegen neben dir. Nee, triffst du einen Stein nur. Ach so. Jetzt hüpfen die schon mal nicht mehr nach.
Und was nimmst du in der nächsten Runde? Hast du bestimmt kein Einhorn mehr, oder? Vielleicht gerade den PC komplett neu. Bin ja eigentlich schon fast durch. Stellen einen kleinen Cut. So, er hat's wieder reingeschafft. Weiter geht's. Mit dem Einhorn, das ist echt eine krasse Nummer. Man hat ja genug Zeit. Hier ist schon das Gate? Nee. Nein, hier ist Funny, Funny, Honey, Runny. Also ich noch nicht so weit nach hinten gehen. Ein Hörnchen, hau rein, Baby. Komm, Kanus, deins. Ja. Oh, da kommt noch ganz viel links um die Ecke. Den Tech-Anzug kann man das sehen. Bitte was? Ich hab gehört, es soll auch Gigas hier in der Cache geben. Ja, hab ich gelesen, aber haben wir auf Hard noch nicht gesehen. Mein Einhorn war's durch. Oh. Oh. Wo ist dein Einhorn, hast es? Das lag schon weg. Hm? War ein Brüllaffe hier, oder was? Es ist tot in der Lava. Ah, oh. Scheibenkleister. Einfach losgelaufen, warum auch immer. Vielleicht ein Brüllaffe dabei gewesen. Die neuen. Weiß ich nicht. Panik. Mod. Nee, ich hab nichts gesehen. Ich leider auch nicht. War ganz normal. Ich bin tot. Hier gibt's nicht lang. Ich weiß. Mach da mit der Kröti weiter. Crazy, oh, Mist, festgebackt. Okay. Du bist weiter vor? Nee, wo bist du denn? Ich war's weiter hinten. Ja, es bin unter, sehe ich rote Zahlen. Ah, okay. Haben die ja auch nochmal umstrukturiert, soweit ich weiß. Ich hoffe, wir verlatschen uns nicht. Ja komm, ich will die Schildkröte dabei sehen.
Das muss einfach. Bin gespannt. Oh Mann, die hätte echt 20 Level of Movement Speed gebraucht. Ja. Das ist so geil. Kommt um die Ecke und tüttelt. Das ist so genial. Attacke! Ich mache euch alle fertig. Recht hat er ja, wenn der Server schon so krasse Einstellungen hat, nimmt man mal was Unmögliches. Ja. Na? Wow. Rex, tot. Wow. Oh Mann. Danke. Ein unterstützen. Ich habe aber für die letzte Runde in Paracer vorbereitet mit einem Hausbau, weil ich nicht runtergeworfen werde. Was will denn der Dilo hier? Ja, die letzte Runde wird übel. Ich weiß nur nicht, ob ein Parasaurus Paraceratherium rein darf. Oh Gott, ja, da ist noch ein bisschen was. Hat sich gut geändert. Das ist noch harmlos. Auf Hard steht hier alles voll. Da unten ist das Tor. Okay. Auf Hard steht hier einfach alles voll. Jetzt ist noch easy going. Schildkröte noch dran? Oh ja, mein Rex hat schon gut Leben verloren. Echt? Ja. 13k von 17. 137 von 179. Nö. Oh. Ich habe viel geschossen. Ich denke mal, ich habe mich selbst geballert. Ja. Tja, der Schildkröte geht's gut. Kannst jetzt direkt links in die Massen springen, wenn du willst. Wie viel Life hat sie denn? Insgesamt knapp 400.000. Okay. Lass mal Schildkröti springen. Ja, Chili vor. Chili vor, noch ein Kill. Mach sie alle fertig, Chili. Okay, einmal kurz mitzubeißen. Jetzt. Ist das hier auch runterhüpft? Jedes Mal. Hey. Ja, Pulvina sind doof. Ja, ja, ist noch ein Stückchen. Ah, Mikroraptor. Kannst du eigentlich... Ja, du kannst schießen auf der Kröte. Wird hier von der Seite angemacht. Ja, da steht ein Rex noch. Das hält die Makrodon noch vielleicht nicht. Timo macht nichts. Wahrscheinlich ist er schon überladen. Ja, das kann gut sein. Ah, dass man sich nach so guten Kampftieren hinterher von denen verabschieden muss, finde ich Sauerei. Weil was hier lebend rauskommt, hat es verdient. Ja. Ah, guck mal hier. Attack getarget. Und? Jo, der Timo räumt aber auch gut auf. Ja. Ach, hier die Spucker. Ja, da hätten wir auch mal dran denken können, die Morphodons mitzunehmen und Attack the Target. Oder einfach aggressiv. Guck mal hier, wir sind zu groß für den Bionix. Attackiert uns nicht. So, ich chill jetzt meine Ecke. Ich lass mal die Schildkröte laufen. Helena macht das allein. Simo macht das, oder? Yeah. Mal gucken. Wow. Ja, Timo macht das ganz allein. Ja. Leider kriegt man immer nur ein Ziel. Ah. Deswegen würde ich ihn oft neutral machen. Wenn du angegriffen wirst, macht er das. Ja. Ah, bei der Schildkröte
nichts, dass die da runterhüpft. Ja. Oh, die Rechse da hauen schon ab. Die wissen, was da kommt. Eine Schildkröte hier, der kann doch nur krass sein. Eine Kampfschildkröte. Leonardo oder Donatello? Michelangelo. Michelangelo. Oh, da geht ab dann die Murche. Wie heißt der vierte? Och, keine Ahnung, ist schon zu lange her. Ist das hier das Ende? Ja, wir müssen noch durch das Tor und dann kommen wir fast zum Summon. Noch nicht ganz. Oh. Oh, die Schildkröte wird wie war das beschützt. Ja. Ey. Ja, der macht Rüstung kaputt. Da schläft denn noch wer? Morgen! Oh Mann. Ja, auf geht's. Tschüss, liebe Tierchen. War treu, aber jetzt ist Sense. Was? Hier dürfen sie nicht mehr mit? Nein, nein. Es ist jetzt gleich Schluss. Wir sind gleich beim Summoner. Oh. Was meinst du? Ich dachte schon, ab hier müssen wir schon zu Fuß. Nee, nee. Hier ist auch nichts mehr. Also theoretisch kannst du absteigen. Wow. Hier ist tote Hose. Nee, die Schildkröte soll es bis zum Ende machen. Okay. Ist der Gang noch lang? Ja. Dann bleibt hier. Jetzt zieh sie ruhig mit. Wir haben noch 35 Minuten im schlimmsten Falle, also. Ja, passt schon. Hm? Oh, er ist durchgechuckt. Gecheckt, Schatz. Mhm. Ja. Ja. Noch nicht starten. Mhm. Luis Vues da oben. Coole Teil. Ja. Okay, aktiv Teleporterpad. Alle bereit, sich von einem zu verabschieden? Mhm. Okay. Ausschließlich 10 Überlebende erlaubt. Kein Tier, kein nix. Komm, stellen wir uns mal wie die Sieger dahin, Schatzelein. Guck mal darüber, dann kann ich ein schönes Pick machen. Genau. Die Morph bleibt auch hier. Ja. Er hat schon keine Hose mehr an. Mhm. Aber ein Weihnachtsmützchen in Grau. Zap, zap. Mit der Rüstung können wir uns bei der nächsten Runde theoretisch sparen. Ja. Wenn du eine haben willst, Marcel, kein Problem. Und blöp. Oh ja, Errungenschaft freigeschaltet. Gamma Ascension. Boah, leckt gerade wie die Hölle. Ja, ich bin schon nackt, keine Tech-Rüstung mehr. Ich auch. Und da haben wir dann das Extro. Skipping. Und wir werden respawned. You have learned the hairstyle, Mohawk und the Mochete. Man kann bei seinem Bett spawnen. Ja. Und hat jetzt 5 weitere Level, theoretisch. Und eine nervige neue Musik, die mir gerade voll auf den Keks geht. Und dieses Implantat an der Hand sieht auch anders aus. Jep, das ändert sich auch. Das ist jetzt das Erweiterte. Ich bin beim Bett gespawnt. Hab zur Bettdings gedrückt. Vielleicht das gleiche wie ich.
Yep, und jetzt hat man das Gamma-Ascendant-Implantat plus 5 Level. Super nice. So, wir haben natürlich hier da geklont, ihr kennt das ja. Also, dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Mit der zweiten Stufe. Ich werde die Stufen einzeln teilen, aber werde sie gemeinsam rausbringen. Also, bye bye. Ciao. Ciao.